Linus Dömeland, links außen beim aufstrebenden Oranienburger HC. Ein Handballer mit vielen Toren und einem Wurf, der so genau ist wie bei einer Maschine. In Oranienburg ist er vor allem für seine 7 Meter bekannt. Kaum ein Strafwurf geht daneben. 7 Meter, sage ich mal, ist so, so eine Sache, wie man oftmals reinkommt. Wenn der erste reingeht und der zweite dann auch noch, dann ist man im Flow, dann passt der Rest auch. Seit einigen Jahren geht Linus nun schon auf Torejagd für den UHC. Gerade seine Trefferquote aus dem Feld und von der 7-Meter-Linie ist überragend. Mit einer Torerfolgsquote von mehr als 70% sticht er in der Mannschaft hervor. Früher wurde bei der Jugend, bei den Füchsen von Bob immer erwartet, eine hohe Trefferquote zu haben, weil sonst wurdest du dafür bestraft. Auf ihn kann man immer zählen. Jedes Spiel fürchten ihn die Gegner. Im Club genießt er viel Anerkennung für seine Leistung. Tore sind von ihm immer zu erwarten. Linus Dömeland, die Maschine aus Oranienburg.